In diesem Lernfilm zeige ich dir, wie du unschöne Bildstellen aus einem Bild entfernen kannst. Zuerst helfen wir diesem Mann mit seinen Hautunreinheiten und anschließend entfernen wir diese Verkehrstafel aus dieser Landschaft. Wiederum öffnen wir den Pixel-Editor und öffnen das Bild vom Computer. Bei mir liegt das Bild auf dem Schreibtisch meines Macs. Ich habe die ZIP-Datei bereits geöffnet und in diesem Ordner Verschwindibus öffne ich zuerst die Datei 01 retuschieren. Tja, um etwas präziser zu arbeiten, zoomen wir mit dem Navigator etwas mehr ins Bild hinein und nutzen nun dieses Spot-Heal-Tool. Es hilft also, Hautunreinheiten zu entfernen. Und zwar kann ich einfach diese Hautunreinheit überfahren und die Farbe und die Struktur wird automatisch aus der Umgebung übernommen und angepasst. Das heißt, das Tool erkennt automatisch, welche Struktur so typisch ist in dieser Umgebung und schafft er einen nahtlosen Übergang. Ja, du siehst, das ist doch recht einfach. Ich mache hier nicht mehr fertig, das überlasse ich nun dir und öffne dafür die zweite Datei. Wiederum von meinem Schreibtisch in diesem Ordner. Nun, dieses Werkzeug ist für allzu große Bildstellen dann doch weniger geeignet. Ich demonstriere es mal. Wir machen hier die Größe des Tools etwas größer und übermalen die gesamte Tafel. Hier rechnet der Computer nun ziemlich lange, weil er die ganze Umgebung abtasten muss und geeignete Strukturen sucht. Aber wie du siehst, ist das nur bedingt gelungen. Er hat zum Teil dann die Wiese wieder ins Feld gesetzt und den Himmel in die Bäume. Hier müssen wir präziser arbeiten. Auch hier zoome ich ein bisschen in die Nähe, um die fehlerhaften Stellen noch etwas genauer anzuschauen. Hier empfehle ich dir das sogenannte Stempeltool. Das ist in der Bedienung etwas komplexer. Der Kopierstempel, der kopiert gewisse Bildstellen von der einen Seite auf einen anderen Ort. Zuerst müssen wir sagen, welche Stelle das wir kopieren möchten. Ich mache auch hier wieder den Pinsel etwas größer, vielleicht etwa 70. Und jetzt drücke ich die Command-Taste, zum Beispiel in diese schattige Baumpartie. Und wenn ich jetzt mit dem Malen beginne, so siehst du, wird die Struktur 1 zu 1 übertragen. Für diese Seite nehme ich diese Struktur hier, wiederum mit der Command-Taste hole ich sie und übertrage den Rest. Das braucht nun eine Weile, aber es sieht doch sehr schön aus. Ebenso diesen Waldrand, den fasse ich genau in der Mitte meines Werkzeugs an. Klicke mit der Command-Taste und übertrage nun anschließend den Waldrand genauso den Rand des Feldes. Einmal klicken mit der Command-Taste und die Struktur wird automatisch übertragen. Hier im Feld ist es ein bisschen einfacher. Und du siehst, wir haben einen doch wirklich sehr überzeugenden Effekt hier. Ja, das wär's schon. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Entfernen von weiteren Bildstellen in deinen eigenen Fotos.